Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es geht weiter mit der Schizophrenie-Recherche. Diesmal zum Thema Behandlung und Therapie. Ich bin auch sehr gespannt, was die Medikamente angeht, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Faktor sein. Spielmaschine läuft, ich habe schon was getrunken, ich werde gleich nochmal was frühstücken. Und dann geht's direkt rein in die Bücher, Leute. Ihr wisst es doch. Ich war jetzt wieder eine Zeit lang krank, auch viel mit Arbeit aktuell zu tun. Aber ich bin sehr hyped auf die Recherche und ich habe richtig Bock, Leute. Let's go. Freunde, da sind wir wieder. Wir haben mittlerweile knapp 19 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt seit ungefähr 5 Stunden etwas länger an der Recherche dran zu der Behandlung und der Medikation. Ich habe schon mega viele Stichpunkte mir aufgeschrieben. 2 Sachen haben mich wirklich überrascht. Und zwar gibt es auch einfach im Internet, ich habe das jetzt auch wieder im Buch von Heinz Häfner gelesen, dass es eine Checklist zur Früherkennung von einer Psychose gibt, die auch schon recht alt ist. Aber wenn man danach sucht, findet man die direkt im Internet. Und ich überlege auch gerade, ob ich sowas ins Buch mit reinnehme, einfach für Leute, die sich über das Thema informieren wollen und dann vielleicht auch einen Anhaltspunkt haben möchten, ob sie einen berechtigten Verdacht haben, dass, ob sie mal das abchecken lassen oder nicht. Auf der anderen Seite könnte natürlich dann auch durch Selbstdiagnose und hast du nicht gesehen, man sich selber so ein bisschen verrückt machen. Muss ich nochmal schauen, ob ich das mache. Ich finde aber, dass es eigentlich eine ganz gute Sache ist. Was ich aber auch noch gefunden habe, abseits der Prävention, mit der ich mich jetzt auch beschäftigt habe, und zwar die S3-Leitlinie für Schizophrenie von der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie und Psychiatrie, wurde auch, glaube ich, in meinem letzten Vlog als Kommentar vorgeschlagen. Und ich habe die jetzt gefunden, auch als PDF. Also man kann sie auf der einen Seite das Buch holen, das PDF gibt es aber irgendwie auch kostenlos im Netz. Was soll ich sagen? Da ist wirklich alles und seine Mutter beschrieben. Also das ist so krass. Da ist jedes kleinste Detail von allgemeine Grundlagen, spezifische Therapieverfahren, allgemeine Therapie, Pharmatherapie, dann auch in Kombination, psychotherapeutische und psychosoziale Interventionen, auch nochmal spezifisch mit Geschlechtern und mit komorbiden Erkrankungen. Also das ist so crazy, was da alles drinsteht. Das sind 300, 400 Seiten. Wahnsinn, ey. Also ich werde mich da auf jeden Fall ein bisschen einlesen und gerade so die wichtigsten Sachen mitnehmen. Natürlich jetzt ins kleinste Detail zu gehen und das halt auch noch ins Buch mit reinzubringen, wäre, glaube ich, viel zu viel für Betroffene und Angehörige. Oder interessiert ihr, die sich nur allgemein über das Thema informieren wollen? Ich werde das aber auf jeden Fall auch im Buch verlinken und erwähnen, weil wenn man sich wirklich in das Thema einfuchsen möchte, dann ist, glaube ich, gerade was Therapie und Behandlung angeht, die S3-Leitlinie richtig, richtig krass. Also da kann man sich richtig drin verlieren. Vor allem, wenn man keine Scheu hat vor Fachwörtern, wenn man vielleicht auch ein bisschen Vorwissen hat oder Lust hat, sich richtig akademisch da einzulesen. Crazy. Also S3-Leitlinie richtig, richtig cool. Und genau, das sind so die 2 Sachen, die ich auf jeden Fall jetzt nochmal zusätzlich gefunden habe, so als Quelle. Und genau, da werde ich mich jetzt auch nochmal ransetzen und die Stichpunkte, die ich bisher habe, nochmal überarbeiten und dass ich da wirklich nur das Wichtigste mit reinnehme und schaue, dass ich das auch richtig passend dann auch für euch darstelle. So, Freunde, ich habe jetzt haufenweise Stunden gestern und heute zum Thema Schizophrenie gelesen, Behandlung, Prävention, Medikamente und ich habe hier in Notion habe ich jetzt unfassbar viele Notizen drin. Ich habe auch schon ein bisschen Text geschrieben, ich merke aber auch aktuell neben der Arbeit, ich bin gerade aktuell ein bisschen fertig, ein bisschen erschöpft, das heißt, ich werde heute nicht mehr allzu viel schreiben. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage schaffe, ich hoffe, dass ich die nächsten Tage ein bisschen energiegeladener wieder bin. Aber insgesamt habe ich schon sehr, sehr viel rausfinden können. Anfangs haben mich sogar so Sachen verwirrt, wie die Begriffe Antipsychotika und Neuroleptika. Klang für mich immer wie was komplett anderes, aber wie ich jetzt rausgefunden habe, sind das quasi Synonyme. Also man kann sowohl Antipsychotika
als auch Neuroleptiker sagen, man meint damit das Gleiche in dem Kontext. Gerade im Bereich Schizophrenie sagt man jetzt wohl eher Antipsychotika, weil das ja auch ein bisschen treffender ist. Prävention ist ein bisschen dürftig, da gibt es jetzt nichts wirklich, wo man sagen kann, so hey, mach das und damit kannst du auf jeden Fall Schizophrenie vorbeugen, das geht natürlich nicht. Man kann natürlich schauen, was sind die Risikofaktoren, dass man da schaut, dass man so wenig Risikofaktoren im Leben wie möglich hat. Zum Beispiel, dass man guten Umgang mit Stress lernt, dass man keine Drogen nimmt, bestenfalls, dass man ein gutes soziales Umfeld hat. Das sind so die Sachen, auf die man vielleicht Einfluss nehmen kann, aber es gibt halt leider viele Risikofaktoren, auf die man keinen Einfluss hat. Sei es die Genetik, frühkindliche Infektionen, wo das Gehirn auch beschädigt wird oder Schicksalsschläge, die einen komplett aus der Bahn werfen, kann alles passieren. Hat man keinen Einfluss drauf. Das Einzige, was halt ab und zu in den Büchern genannt wird, ist halt Östrogen, was halt eigentlich eine sehr, sehr gute Sache ist. Man muss natürlich aber dazu auch sagen, es ist aktuell keine Lösung zu sagen, so hey, auch als Mann spritzt du dir einfach Östrogen. Zum einen ist es Quatsch, das präventiv zu machen, weil dann müsste das irgendwie jeder machen, wenn man Angst hat, eine Schizophrenie zu entwickeln. Man könnte vielleicht sagen, okay, wenn man in der Prodromalphase ist, dass man dann mit Östrogen arbeitet. Aber Östrogen ist halt auch gerade für Männer nicht so unproblematisch, eben weil es halt auch ein Sexualhormon ist, weil es auch viele andere Wirkungen hat auf den Körper und ja, ist alles nicht ganz so einfach, da muss man natürlich abwägen. Bin mir auch gar nicht so sicher, ob das aktuell schon genutzt wird. Es wird halt in den Studien immer wieder gesagt, dass das aktuell sinnvoll sein kann, aber ob das in der Praxis schon so gemacht wird, würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Psychotherapeutisch gibt es halt viele Maßnahmen, viele Trainings, auch sowas wie kognitive Verhaltenstherapie, um einfach mit den belastenden Symptomen umzugehen, um vielleicht auch destruktive Gedankenmuster zu verbessern, um Ängste zu verbessern, Ohnmachtsgefühle. Ansonsten Medikamente, ey Leute, schaut euch das mal an. Also Medikamente habe ich, glaube ich, so mit das meiste rausgefunden, auch wenn das, glaube ich, das meiste ist jetzt gar nicht so neu, gar nicht so spannend. Natürlich, das Wichtigste ist natürlich, durch Medikamente wirst du nicht geheilt, sondern es lindert die Symptome. Der größte Unterschied bei den Medikamenten ist halt zwischen der ersten und zweiten Generation. Die erste Generation wird manchmal auch konservative Antipsychotika genannt und die zweite Generation sind die atypischen, weil sie nicht ganz genau oder nicht so typisch wirken wie die erste Generation. Die wirkt ja wirklich bei den Dopaminrezeptoren und die zweite Generation auf viele andere Neurotransmitter, die wirken halt ein bisschen anders. Die neue Generation hat da den riesen Vorteil, dass es nicht so diese krassen Nebenwirkungen hat wie die erste Generation. Es wird zum Beispiel auch bei Antipsychotikern der ersten Generation gesagt, dass das wirklich fatale Nebenwirkungen hat und die auch sehr, sehr häufig sind. Bei der zweiten Generation gibt es natürlich auch Nebenwirkungen. Man muss auch sagen, bei allen Antipsychotikern ist, ja, das... Es ist halt nicht das Beste, Antipsychotika zu nehmen. Also gerade wenn man auf die Nebenwirkungen schaut. Natürlich, wenn man eine Schizophrenie oder Psychose hat, bleibt einem nichts anderes übrig. Im besten Fall kommt man gut mit den Nebenwirkungen klar und es gibt keine langfristigen Nebenwirkungen. Das ist zum Beispiel bei der ersten Generation auch so gewesen, dass halt viele Nebenwirkungen auch Jahre oder Jahrzehnte nach der Einnahme von den Medikamenten noch erfolgen, sowas wie Schluckbeschwerden, trockener Mund. Bei den neueren Medikamenten geht es halt eher so in Richtung Müdigkeit, Abgeschlagenheit, großes Dilemma ist halt auch wirklich so ein bisschen dieses Antipsychotika heilen in erster Regel die psychotischen Symptome, aber die Negativsymptome, sei es jetzt sowas wie depressive Verstimmung und so, das wird dadurch nicht besser gemacht. Teilweise kann es verschlimmert werden. Es gibt auch Medikamente, wo es ein bisschen besser wird. Da muss man natürlich genau schauen. Insgesamt, man kann sich über viele Medikamente einlesen. Ich werde in dem Buch auch nochmal eine spezielle Tabelle hinzufügen, wo man so einen Überblick hat über die wichtigsten Antipsychotika, was so ihre Besonderheit ist. Da habe ich auch sehr, sehr oft gelesen, dass wie speziell das sein kann. Also, dass zum Beispiel es sein kann, dass du halt deine Antipsychotika nimmst, beziehungsweise der Arzt genau schauen muss, okay, wie alt bist du, welches Geschlecht hast du, wie sind so deine speziellen Umstände. Denn jedes Antipsychotikum hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und es kann zum Beispiel sein, dass zum Beispiel eines der wirksamsten Antipsychotika für dich nicht in Frage kommt, eben weil du vielleicht schon übergewichtig bist und dieses Antipsychotikum Übergewicht fördert und man dadurch halt so auch sowas wie Diabetes riskieren kann. Also es ist komplett krass. Also man muss wirklich auf so viele Sachen drauf achten, was auch nochmal zeigt, wie komplex auch einfach diese, ja, Verschreibung ist.
Genau, wo ich noch nicht ganz so viel rausgefunden habe, sondern so moderat, ist das Thema Psychiatrie. Da möchte ich auch noch mal ein bisschen mehr reingehen. Da werde ich auch noch mal mit einer Freundin ein bisschen drüber quatschen, weil sie arbeitet in der Psychiatrie und die kann mir da auf jeden Fall bestimmt einiges noch zu sagen. Sie arbeitet speziell auch mit Psychose- und Schizophrenie-Patienten und da werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel rausfinden können. Das erstmal dazu. Das ist das, was ich gestern und heute so ein bisschen recherchiert habe. Ich habe sehr, sehr viele Stichpunkte. Ich werde jetzt schauen, dass ich jetzt alles in Textform verpacke. Und dann, Leute, geht's weiter. Cause 애 글자 네 눈에